Jo und Hallöchen, meine lieben Soccer-Junkies, euer Anu bist wieder hier und wir spielen mal wieder eine Runde FIFA-Karrieremodus. Also FIFA 17 ist ja offensichtlich. Und ja. Den Ball habe ich nie berührt. Und wir spielen gegen Hallo zusammen, Mainz. Wolfuß Eigentlich und Frank Buschmann mit begrüßen Sie der zur heutigen Partie. Lieblingsgegner vom BVB. Sie haben einen Nicht so neuen nicht Spieler gebraucht und lassen, heute steht der Neuzugang dann auch in der Startelf. Und er hat ja einen richtig guten Ruf, dürfte eine echte Verstärkung sein. Im Mittelfeld erhoffen Sie sich von ihm frische Impulse. Da schauen wir mal besonders drauf heute. Das Zeug hat er, Wolf. Drücken wir ihm die Daumen, dass das Debüt funktioniert. Und so tritt der BVB heute also an. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das ja, für meins. Offensivqualitäten? Mal gucken, wie es läuft, ne, meine lieben Freunde. Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Und da ist die Aufstellung Kommentatoren sehen uns schon als Favoriten, aber gut, Spiel ist noch nicht vorbei. Ne? Und Mainz kann auch sehr stark sein. Wie viele Leute haben wir nicht von Mainz bekommen, meine lieben Freunde? BVB-Fans wissen es. Ne? Zum Beispiel auch unser beliebter Jürgen Klopp. Komm, die in Belay rein da. Ja. Danke Belay fürs Nichtstun. Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Sokratis! Ah, knapp. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Reus. Und Jain. Gutes Technik. Clemens. Wichtiger kleine Sache ist, gerade beim Spiel regnet es und draußen regnet auch, also läuft auch, passend zur Aufnahme. Ah, mies, Ball verloren. Hätte nicht sein müssen. Reus. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden Sie keine Lösung. Ah, aber mit dem Bein dran, das war okay. Eine richtig gute Möglichkeit, läuft. Aber jetzt der Ballverlust. Clemens. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Weigel. Da kann er ihn stoppen. Rode. Jetzt vielleicht der BVB. Der Angriff könnte was werden. Julian Weigel. Wow. So typisch Weigel, ey. In meinen Augen, ich weiß gar nicht, warum Weigel, abseits. Warum Weigel überhaupt so gehypt wird, ich weiß es auch nicht. Also ich persönlich finde, Weigel sollte den BVB verlassen. Ist der BVB definitiv besser mit dran? Oh, ganz gefährlich. Hallo, ich würde gerne hier meine Taktik. Ach, dann halt nicht. Ich hätte nämlich ganz gerne auf Ballbesitz gespielt. Ja, ist klar. Wer weiß es. Was für ein Cheater-Bot, ey. Wie weit hat denn der eingeworfen, ey? Kosinski, wie die Kroschinski? Können, aber jetzt ist der Ball weg. Weigel. Ja, wie der reingeht. Leute. Rosinski. Klasse Technik. Rode. Jetzt wird's gefährlich. Tolle Flanke. Gute Flanke, aber safe da noch. Es gibt hier die Ecke.
Schein. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Da kommt der Schuss. No. No way. Was? Erstmal ein Schluck Monster drauf. Ja, morgen. Vom Pfosten ins Tor und damit ist dieser Ball unhaltbar. Ja, da kommt der Keeper natürlich nicht mehr ran. Das ist Maßarbeit. Schön. Sehr, sehr schön. Hoffen wir, dass sich das alte Klischee von wegen ein Tor würde dem Spiel gut tun, jetzt bewahrheitet, nachdem es gefallen ist. Ja, da kann ich mich nur anschließen, Wolf. Das Spiel bisher doch eher aus der Kategorie verbesserungswürdig. Können wir fast sofort würde ich online spielen, aber nur ansatzweise. Ja. Wird das eine Torchance? Weigel. Ja, und mein Mitspieler läuft dran vorbei. Mein Spieler, so. Was sollte denn das? Da merkt man, dass... Sehr schöner Pass. Ja, genau, er ist dran. Busmann. Fahne ist oben. Abseits. Losgelaufen. So. Rode. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Er versucht. Über den Wolken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, mies. Komm, war es kein Foul? Nein, das ist klar, FIFA. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Also gibt's natürlich nicht. Clemens. Live. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten oben drauf. Schöne Flanke. Die Flanke fängt ab. Sehr gut gemacht. Schuss war dann natürlich nix. Weil gleich ist ja Halbzeit. Ja, da ist sie hoch schon. Haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, ist gut. Wissen wir. Kagawa kommt. Darf sich Kagawa zeigen. Ja, nein. Ist klar. Dachte ich, könnte mal ein bisschen trollen. Rode. Ja. Verliert schon wieder die Pille. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Komm schon. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Ja, wir sind doch schon am Tor. Und nix. Fehler vom Torhüter. Jairo. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sehr gut reingespielt. Gut aufgepasst vom Torhüter. Ob so weit gekommen ist, ey. Harding liegt vorne mit einem Tor und das sind auch schon 3 Punkte, ne? Ist zum VfL Wolfsburg gewechselt und verlässt Olympique Lyon. Also mit ihm verstärken sie sich in Kairo. Nächster Blocki ist da. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Zu
super gemacht, den klärt er hervorragend. Das war einfach und er hat den Ball. Schussversuch. Was hat der denn versucht? Er macht den Ball nicht rein. Und damit fehlt weiterhin ein Tor zum Ausgleich. Das könnte gefährlich werden. Ach, ich bin raus und dafür kam Aubameyang, okay. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ein guter Doppelpass. Klasse gespielt. Super Einsatz. Da kann er ihn drei mit oder mit zwei Mann so. Aber nix. Ja komm, geh doch da ran. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Reus. Reus macht das jetzt schon. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga-Partie der Gastgeber. Defensiv machen sie es gut. Das ist doch nicht normal. Nuri Sahin. Macht er ihn. Viel zu weit drüber, obwohl ich gar nicht so hart geschossen habe, aber nice, nice. Das könnte die Chance werden. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Da kann er ihn stoppen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und Kagawa. Und Schürrle. Aubameyang, da schießt er. Der Rasen ist nass. Ab, der Ball ist vorbei, ey. Kein Wunder also, dass er nicht hier in der Szene mal nicht so gut getroffen hat. Ja, ganz schwierige Verhältnisse. Sie müssen es weiter versuchen. Aubameyang geht hier in die Offensive. Gut verteidigt hier. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und da wird uns eingeblendet, mit wem es Mainz als nächstes zu tun bekommt. Ja, es geht gegen Hoffenheim im nächsten Bundesligaspiel. Aubameyang! War das eng! Wir sehen hier gerade die Ballbesitzstatistik eingeblendet, Buschi. Ja, ziemlich ausgeglichen und passt so im Großen und Ganzen auch zum Spielverlauf. Latza. Jetzt wird's gefährlich! Und jetzt gibt's Einwurf für Dortmund. Shinji Kagawa jetzt. Kagawa. Wird das eine Torchance? Das ist aktuell nicht das Wunschresultat von Mainz 05. Wir versuchen es jetzt hier mit langen Bällen. Irgendwie soll das Tor her. Und jetzt wollen sie das Tor hier erzwingen. Werfen alles nach vorne. Mal sehen, ob sie Glück haben und irgendwie noch einer passt. Spielt den Ball direkt zurück. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Gutes Tackling. Und Aubameyang. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Reus jetzt am Ball. Schussversuch. Den Ball hält er gut. Knapp, ey. Eine wichtige Situation jetzt. Jetzt müssen wir aufpassen. Echt bescheuert. Nicht ein bisschen mitdenken. Oh mein Gott, ey, ich dachte, der geht rein. Den Ball verlängert er per Kopf. Ja, wie er mir den trackt, ey. Nice. Hallo, das hier ist Karrieremodus und ihr seid nur auf Profi gestellt. Müsstet eigentlich schlechter sein als das Bucket, also heißt schon 15-0 für mich.
GG für mich. Shinji Kagawa jetzt. Ja. Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Eigener Mann steht im Weg. Ja, er spielt genau den an, der gedeckt wird. Okay, meine lieben Zocker-Junkies. Das war's vom Karrieremodus. Sind trotzdem 3 Punkte, auch wenn ich es ziemlich kritisierend fand. Okay, dafür, dass ich jetzt, ich sag mal, nicht so oft den Karrieremodus spiele und das ein bisschen anders ist, als wenn du Multiplayer oder sowas spielst. Ja, doch. Hätte schlechter ausgehen können, ne? Und FIFA spiele ich nicht gerade so oft. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr euren Spaß hattet. Und damit bis zum nächsten Mal.